Ja, hallo Toni, am Wochenende steht wieder das Spiel gegen Bernburg an, auswärts. Am vergangenen Wochenende war Merseburg hier zu Gast. Trotz guter Ansätze, die wir dann in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, reicht es nicht zum Punkterfolg. Was hat sich die Woche geändert? Hat sich das Team vorgenommen? Ja, geändert und vorgenommen hat sich eigentlich nicht viel, beziehungsweise es hat sich nichts geändert. Wir wollen nach wie vor punkten, wir wollen die ersten Punkte holen. Wir wollten sie im Heimspiel holen gegen Merseburg. Ist uns leider nicht gelungen. Wir gehen halt nach 2 Minuten durch einen Freistoß in Rückstand. Freistoß kann man pfeifen, muss man nicht. Aber er spielt ihn dann auch sehr gut, oder er schlägt ihn halt sehr gut rein in dieses über die Mauer, unter die Latte, so ein Fenster von 30 cm, er haut dann gut rein und dann gehen wir nach einem individuellen Fehler 2-0 Rückstand, kommen dann nochmal zurück auf ein 2-1, aber nach dem 2-1 war es dann ein Tick zu wild, zu unkontrolliert, obwohl wir dann noch ein, zwei Chancen haben. Mit dem 3-1 war das Spiel dann tot. Ja. Was haben die Jungs sich vorgenommen? Die waren auch nach dem Spiel sehr, sehr enttäuscht, die Köpfe waren unten. Wir haben am Montag recht lange Videoauswertung gemacht, fast 2 Stunden. Haben wir uns alles nochmal angeguckt, was wir nicht gut gemacht haben, vor allen Dingen das Positionsspiel und die Laufwege, die waren halt nicht so gut. Und bisher trainiert die Woche richtig gut, aber ich muss sagen, die Mannschaft hat die Woche davor auch richtig gut trainiert. Hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt das Quäntchen Glück halt auch im Spiel mal haben. Thema Freistoß, die haben halt einen Freistoß nach 2 Minuten, die hauen ihn ein. Wir haben dann einen Freistoß nach 5 Minuten, der sogar noch näher ist, wir hauen ihn halt nicht ein. Dieses Quäntchen Glück wäre schön, wenn wir das mal auf unserer Seite haben. Im letzten Jahr gegen Bernburg, da konnten wir 3-1 Auswärtssieg feiern und war auch sehr emotional. Das Gesicht von Bernburg hat sich jetzt nur stark verändert. 14 Neuzugänge, jetzt in dieser Woche sind auch 3 Spieler, haben auch den Verein wieder verlassen. Wie siehst du den kommenden Gegner? Ja, Bernburg ist auf jeden Fall eine eklige Truppe. Wir haben zwar letztes Jahr da 3-1 gewonnen, aber wir haben auch eine rote Karte zugunsten von uns, also gegen Bernburg bekommen nach 20 Minuten. Also wir waren dann, glaube ich, fast 70 Minuten, einer mehr. Und haben uns trotzdem relativ schwer getan, haben dann zwar 3-1 gewonnen, aber so klar, wie es auf dem Papier ist, war es nicht. Ich kenne den Trainer. Ich habe zusammen mit dem Trainer den Eliteschein gemacht. Das ist ein guter Trainer, also der wird die Jungs so richtig heiß machen, gut einstellen. Also von daher wird es ein ganz, ganz schwieriges Spiel in unserer Situation sowieso. Und Bernburg hat ja auch 0 Punkte. Die werden sich genau das Gleiche vornehmen wie wir. Die wollen unbedingt punkten. Von daher denke ich, wird es ein absolutes Spiel auf Augenhöhe und ein ganz hart umkämpftes Spiel sein. Ja, Toni, bisher hatten wir doch ziemliches Pech, Verletzungspech, ob in der Vorbereitung, in der laufenden Saison. Wie sieht der Kader aktuell aus? Kommen welche zurück? Haben sich welche verletzt? Ja, wieder mal das Gegenteil, das haben sie jetzt noch 2 Mann verletzt. Florian Schmidt hat sich gestern im Schulsport beim 100-Meter-Sprint, wo es um Noten geht, hat er sich verletzt, Muskelfaserriss zugezogen, also wird mindestens 2-3 mit ein bisschen Pech auf 4 Wochen ausfallen. Und Lukas Scholz hatte sich im Spiel gegen Merseburg verletzt, im Spiel hat er nichts gemerkt, aber nach dem Spiel hat er das in der Hüfte gehabt, also entweder das ist Muskelfaserriss oder eine Zerrung, aber relativ sicher fällt er auch 2 Wochen aus. Florian Bernhard kam zurück, hat jetzt sein erstes Spiel gemacht, 45 Minuten, aber er ist halt noch lange nicht auf den Fitnesszustand, so wie wir ihn kennen. Von daher haben wir jetzt am Wochenende aus unserem Kader genau einen Wechsel. Ich werde natürlich noch 2 Jungs hochziehen aus der U23, sodass wir mindestens 3 Wechsel haben, aber die Personaldecke ist schon sehr, sehr, sehr dünn aktuell. Durch die 4 Verletzten, die du jetzt hast, musst du natürlich immer wieder umstellen. Wie sehr zerrt sowas? Ja, kommt immer ein bisschen auf die Ergebnisse an. Also an sich ist es dieses Umstellen oder dieses, so kriegen auch die Jungs aus der zweiten Reihe ihre Chance und können sich zeigen und können sich in den Vordergrund spielen, aber entscheidend ist immer das Ergebnis. Wenn man nicht viele Spieler ist oder wenn man einen sehr, sehr kleinen Kader hat wegen den Verletzungen und man hat gute Ergebnisse, dann ist meistens immer alles gut, dann läuft's gut, aber hat man die Ergebnisse nicht, dann sind einem als Trainer natürlich die Hände gebunden, man kann nicht viel wechseln, man kann nicht großartig umstellen, das ist dann immer, es ist dann richtig schwierig. Auch jetzt am Wochenende, wir haben einen Wechsler, das heißt, wenn das Spiel jetzt nicht in unsere Richtung laufen sollte, kann man eigentlich von der Bank halt gar nicht mehr nachfeuern oder was bringen, wo man sagt, komm, jetzt nochmal, jetzt machen wir was anderes, wir wechseln nochmal taktisch und wir bringen nochmal richtig Schwung rein, das ist eigentlich fast unmöglich. Von daher müssen wir hoffen, dass das Spiel ab der ersten Minute sofort in unsere Richtung läuft und dass wir dann mit dem Einwechsler, dann nochmal ein bisschen Kraft reinbringen und ein bisschen Ruhe, aber das Spiel jetzt am Wochenende muss ab der ersten Minute in unsere Richtung laufen, damit wir dort auch was mitbringen. Und wie du schon gesagt hast, das ist, im Moment kommt irgendwie alles zusammen, also
Wir haben halt nicht das Quäntchen Glück im Spiel, also sprich, wir machen den Elfmeter nicht rein, wir machen unsere Freistöße nicht rein, wir kriegen aber die Freistöße. Dann haben wir relativ viele individuelle Fehler, die uns die Gegentore bereiten. Und dazu haben wir dann noch die vielen Verletzten. Also im Moment kommt irgendwie so alles von allen Seiten auf uns eingeprasselt. Wichtig ist, dass wir jetzt die Ruhe bewahren, dass wir alle ruhig bleiben, dass wir weiter das machen, was wir können, dass wir unsere Stärken ins Spiel bringen. Und dann denke ich sogar, dass wenn wir das Ruder endlich rumreißen, dass wir aus der Situation sogar gestärkt hervorgehen. Zu guter Letzt, dein Wunsch fürs Wochenende? Ja, mein Wunsch ist ja relativ klar, 3 Punkte holen. Das ist mein Wunsch, aber nicht nur meiner, das ist auch der Wunsch vom gesamten Verein, vom Vorstand, aber auch von den Jungs in der Kabine. Wir wollen alle die ersten 3 Punkte holen, aber ich weiß natürlich, dass Bernburg genau das Gleiche möchte. Von daher, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, aber es wird ein absolut intensives, kampfbetontes, krasses Spiel eigentlich, ne? Weil Bernburg wird auch jeden Freistoß fordern, die werden wild schreien, fordern, die werden hier und da mal ein Zeitspiel machen, wenn sie führen. Also ich denke, es wird ein dreckiges, umkämpftes, hartes Spiel. Ja, Toni, danke.